Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video an Weihnachten auf meinem Kanal. Und bevor ich jetzt halt groß irgendwie anfange, was zu erzählen, wünsche ich erstmal euch und euren Familien frohe Weihnachten und ich hoffe, dass ihr schon ein paar schöne Stunden habt und ich euch mit diesem Video die Wartezeit auf eure Geschenke bzw. auf die Bescherung ein bisschen verringern kann, je nachdem, wann ihr eure Geschenke kriegt, ob ihr die früh kriegt bzw. die Bescherung ist, ob die früh ist, ob die nachmittags ist, ob die vielleicht sogar erst abends ist, wie das bei mir ist. Und ja, das würde mich mal interessieren, wie das bei euch ist. Das könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, wann bei euch die Bescherung ist. Und ja, dieses Video habe ich für euch gemacht, beziehungsweise ihr habt da mitbestimmt. Und zwar ist das ein kleines Dankeschön mit an euch. Und zwar hatte ich ja die Umfrage gemacht, welches der alten Winter- bzw. Weihnachtspferde ihr gerne haben wollt. Und es haben nicht so viele abgestimmt, aber trotzdem vielen Dank für die, die abgestimmt haben. Und ja, ich möchte euch, auch wenn ihr davon sie nur in Videos seht, aber ich möchte trotzdem euch das Pferd als Weihnachtsgeschenk geben. Und ich hoffe, ihr freut euch darüber und ich würde sagen, wir lassen das Pferd mal nicht so lange warten. So Leute, wie ihr seht, wir sind hier schon auf dem Marktplatz und wir gehen jetzt mal, ich kann nicht reden, und wir gehen jetzt halt mal langsam, aber sicher zu den Pferden hoch. Und ja, ich bedanke mich an alle Leute, die bei der Umfrage mitgemacht haben und ihr werdet gleich sehen, was es für ein Pferd wird, beziehungsweise was für Pferde es werden. Und zwar wurden für zwei Pferde gleich oft gestimmt. Deswegen bekommt ihr nicht nur sogar ein Weihnachtspferd, nicht nur ein Weihnachtspferd, sondern sogar zwei. Und welche zwei das jetzt werden, das schauen wir uns natürlich jetzt halt an. Und genau, denn die zwei Araber sind es auf alle Fälle nicht, da kann ich euch beruhigen, Leute. Weil die kommen jetzt halt erstmal noch nicht dazu, sondern wer denkt ihr, das könnt ihr mal gerne erstmal reinschreiben, welche zwei denkt ihr werden eure Weihnachtspferde? Das würde mich mal sehr interessieren. Ich lasse euch mal kurz Zeit, um das in die Kommentare zu schreiben. Und genau. So, ich hoffe jetzt, dass ihr das vielleicht ein bisschen reingeschrieben habt. Und ich zeige euch jetzt halt, welche eure zwei Weihnachtspferde werden, beziehungsweise Weihnachtsgeschenke. Und ja, ich habe irgendwie total vergessen, euch nach Namen zu fragen. Deswegen hoffe ich, dass die Namen, die ich raussuchen werde, okay sind. Und falls ich den ändern soll, schreibt mir gerne Namensvorschläge in die Kommentare. Und ihr könnt, wenn ihr den Namen cool findet, den gerne liken. Dann nehme ich den mit den meisten Likes, je nachdem. Okay, dann zeige ich euch mal die zwei Pferde. Und zwar ist es einmal auf alle Fälle das Fornsee. Ich glaube, das sind dann doch von ein paar auch das Lieblingsweihnachtspferd. Und meins ja auch. Das habe ich ja auch auf meinem Hauptaccount. Und genau, das Fornsee kostet 950 Star Coins und hat eine Stärke von 3, Disziplin von 2 und Agilität von 2. Und ist ein das Fornsee ist auf dem Andalusier-Modell und genau. So, dann kaufen wir mal unser erstes Pferd und natürlich dadurch, dass es ja Winter bzw. Weihnachten ist, ich denke jetzt nicht, dass es irgendwie Christmas geben würde, auch wenn ich das glaube ich dann nicht so nennen würde, aber einfach nur mal so zum Gucken, nein, Christmas gibt es nicht. Okay, dann schauen wir mal und zwar, ich hatte schon ein bisschen was im Kopf, je nachdem, ob es das jetzt gibt oder nicht. Ja, Winter. Und zwar, aber eigentlich, das, was ich glaube ich gerade meine, passt sehr gut zu Heidrun. Deswegen gucken wir mal eben, ob wir was anderes haben. Beziehungsweise, den Namen fand ich eigentlich sehr cool. Den hatten wir im letzten, also so haben wir den einen Easy genannt. Und zwar Butterfly, aber das passt glaube ich nicht so gut. Ich bin dezent überfordert, wie ihr seht.
mal überlegen. Vielleicht Magic einfach so? Einfach, dass es unser Magic ist oder Mystery? Mist. Es gibt eindeutig zu viele Namen. Es muss ich mir mal angewöhnen, dass wenn ich so Pferdeumfrage mache, euch vielleicht auch gleich nach Namen frage. Deswegen, ja. Magic. Magic, Magic, Magic. Ich glaube, Magic an sich ist schon ein ganz cooler Name. Je nachdem, wenn ihr coolere Namen habt oder ne, Namen, die euch besser gefallen, schreibt sie in die Kommentare. Und wenn ihr dafür seid, liked ihn gerne, dann sehe ich das und weiß Bescheid, dass ihr den Namen gut findet. Und dann werden wir erstmal unser Fawnsee holen mit dem Namen Magic. So, und unser anderes Weihnachtspferd bzw. Winterpferd bzw. Weihnachtsgeschenk für euch ist... Ich kann das mal ein bisschen schneller laden. Ist Trommelwirbel. Heidrun. Ihr habt für Heidrun noch mitgestimmt und ja, finde ich ganz cool. Ich finde nämlich das Heidrun eigentlich auch sehr süß. Und genau. Das kostet, wie ihr seht, nur 850 Starcoins und hat 2 Stärke, 2 Disziplin, 3 Ausdauer und 1 Agilität und ist auch wie halt alle Pferde im Winterdorf ab Level 1 verfügbar. Und ich würde sagen, wir kaufen uns jetzt das kleine Heidrun. Und ich nehme jetzt mal da den Namen, wo ich als erstes bei Fawnsee nehmen wollte. Und zwar Winter Snow, fand ich ganz cool. Aber je nachdem, ob ihr einen coolen Namen noch habt, könnt ihr den gerne reinschreiben. Dann ändere ich den Namen sehr gerne. Und ich glaube, jetzt brauche ich es nicht nochmal sagen. Ich glaube, jetzt habt ihr es verstanden. Das habt ihr wahrscheinlich auch die ersten Male verstanden, aber ja, das bin halt ich. Ja, so. Unser kleines Heidrun wird Winter Snow heißen, auch wenn ich ja die magischen Pferde immer mit ihren Heidrun und so anspreche. Rassennamen. Klingt komisch, aber ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Und ja, so habt ihr jetzt halt 2 neue Pferde auf dem Let's Play-Account, beziehungsweise wir haben 2 neue Pferde auf dem Let's Play-Account. Wir werden sie uns gleich nochmal im Stall anschauen. Und ja, dann sehen wir uns gleich im Stall, Leute. So, Leute, hier sind wir jetzt halt in meinem Stall und ihr seht, diese 6 Boxen sind die einzigen, die belagert sind. Und ihr seht ja auch, ich versuche, so gut es geht, mit dem Level nachzukommen. Bin aber auch schon eigentlich relativ weit. Ich muss jetzt halt noch Campus zu Ende leveln. Unser kleines Tombhoof wird jetzt halt als erstes von den 3 Pferden, die ich angefangen hatte zu leveln, fertig werden. Und je nachdem muss ich dann gucken, wenn ich mit den 3 Pferden durch bin, ob ich dann sage, dass ich erstmal Dark Ace, also unser Geburtstagspferd von Star Stable, oder vielleicht eins der 2, also der magischen euren Weihnachtsgeschenken, unseren Weihnachtsgeschenken, Level, je nachdem, muss ich mal gucken. Und genau. So, Leute, dann hoffe ich, euch hat dieses Video gefallen. Und natürlich hoffe ich auch, dass ich euch mit diesem Video die Wartezeit ein bisschen verringern konnte. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr die 2 Pferde findet, wie ihr die Namen findet. Wenn euch die Namen nicht gefallen, könnt ihr, oder ihr sagt, die passen besser zu den Pferden, könnt ihr die gerne in die Kommentare schreiben. Der meistgelikte Kommentar ist, glaube ich, am leichtesten, wenn man das so macht. Wenn ihr für den gleichen Namen seid, liked einfach, dann sehe ich das. Und der meistgelikte Kommentar wird dann genommen als Name. So, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag mit eurer Familie, einen wunderschönen Abend, je nachdem, wann ihr euch das Video anschaut. Und ich hoffe, dass ihr eure Bescherung, also beziehungsweise eure Bescherung genießen konntet und schöne Geschenke bekommen habt. Und wir sehen uns auf alle Fälle morgen zu einem neuen Star Stable Adventskalender Video und nächste Woche Mittwoch auf alle Fälle am Mittwoch zum Mittwoch Update Stream, vielleicht auch schon ein bisschen früher, aber ich kann es euch noch nicht versprechen. Und genau, dann Leute,
Habt noch ein wunderschönes Weihnachtsfest. Habt wunderschöne und erholsame Weihnachtsfeiertage. Und wir sehen uns dann, Leute. Bye!